Ey, na, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Das ist die zweite Folge, in der wir einen kleinen grafischen Versuch starten. Deswegen auch hier, wenn dir optisch irgendwas auffällt, das ist viel, viel anders. Und ich meine wirklich viel, viel. Schreib mir alles, was dir optisch auffällt, was du findest, was in den anderen Folgen besser aussah. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Freue ich mich sehr drüber. Helft mir sehr. Helft mir sehr. Dann lass ich mal alles stehen und liegen. So. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wen wir als nächstes auf die Fresse hauen. Oh nein. Da ist ein schwarzes Loch. Ein tiefes, ausgefranstes Loch, wo man nicht weiß, wer da drin war. Nein, ich sag nichts. So, eine Chiffre, ne? Niflheim. Niflheim soll knifflig sein, habe ich gehört. Okay. Das war's? Weltenstaub. Guck mal, 13 von 18 Risse haben wir jetzt schon, entrisst. Ich brauche kein... Brauche ich Leben? Ich find's geil, diese Steine, die die Farbe wechseln. Das erinnert mich halt an die Kisten, die es damals gab. Ich glaube, das habe ich irgendwie schon gefühlt 50 Mal erzählt. Kann's haben. Weil damals in den God of War Teilen, da gab es so eine Kisten, die dann immer die Farben gewechselt haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich es jetzt nochmal erzähle. Achso, übrigens. Danke. Du bist doch jetzt ein Gott, Junge. Warum bist du dann auf meinen Schultern immer noch? Mach doch deinen Scheiß alleine. Du großer Gott. Kommt schon, ihr zwei. Das Schweigen ist ja unerträglich. Schon gut, wir sind bloß konzentriert. Nee, wir sind sauer. War hier nicht ein Schatz? Nimm hier Schatzkarte hier für so einen Schatz. Da vorne war auf jeden Fall nochmal so eine Kiste.
Wait, war hier eine Kiste? Ja. Mir war so, dass hier so eine Kiste war. Ja, ja, die Armschienen der Klarheit. Das war mir klar. ja. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Okay, Freunde, ich gehe davon aus, das wird jetzt nicht enden. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Willst du Hallo sagen? Ah, oh, so etwas sollte niemand sehen müssen. Danke dafür. Sie haben gut gehalten. Junge, die Rune. Ritz da lang. Ich weiß nicht. Das gefällt mir alles nicht. Wo ging's eigentlich hier lang? Okay, Freunde, es bringt ja alles nichts. Wir müssen nach, wo wollen wir denn? Nach Niflheim, ne? Nee. Junge, ganz gut gezeichnet, Alter. Wow. Jötunheim. Jötunheim. Geschafft. Prächtig, nicht wahr? Ich erinnere mich. Bruder, Vorsicht! Vermisst? Lauf, Junge! Über die Brücke! Nein! Ich bin auch ein Gott! Ich kann das! Lass ihn los! Alter, lass sie gehen. Nimm mich dafür. Ich tue, was immer du... Sei still. Ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich. Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Das hätte er nicht sagen sollen, dass der Junge schlau ist. Das Tor... Hurensohn. Verschwinde, Junge. Ja, yeah, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los! Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Und ich dachte, What? Meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Atreus! Weißt du nicht, wann es genug ist? Ah!
Hühnchen haut da. Ihr haltet mich nicht auf! Ich mach dich fertig! Warum sterbt ihr nicht? Alter Schwede! Ist er tot? Wehtun. What the fuck? Wer hat die Brücke aktiviert? Hey, ich habe dich etwas gefragt. Bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überrollen. Es ist vorbei. Wirklich? Du kannst gegendrehen, Kratos. Zu. Lass mich helfen! Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt dich meines Ernst. Was hast du getan? Junge! Oh, shit. Nach Helheim? Junge. Ich bin hier. Beweg dich nicht. Beweg dich nicht, aber... Denk mal drüber nach, dass du mit einem Pfeil auf mich geschossen hast. Sagst kein Wort. Ich bin dein Vater und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. Das ist böse.
Kratos ist echt böse. Wir sind also wieder in Hel. Nicht nur Hel, der schlimmste Teil von Hel überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tyrs Tempel, aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. Seit 1000 Lebzeiten hat der Brunnenwächter schon die Lebenden von hier fern, aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier. Schon komisch, der Lauf der Dinge. Komm ich da runter? Kann man da nicht runter? Na, da ist eine Rune. Die Frage ist ja, sind wir denn über die Brücke gegangen von Hel? Also sind wir quasi an dem Point of No Return. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit... Ich wollte das die ganze Zeit mal sagen. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit denken muss, wenn wir hier so mit Kratos unterwegs sind? Ich denke mal, wie krass wäre in dem Stil so ein He-Man-Game. Ich weiß, He-Man ist jetzt vielleicht für die meisten nicht mehr so aktuell. Weißt du, das war eher so meine Kindheit. Aber wie geil wären das? So wie Kratos so ein He-Man-Game. Tschüss. Junge. Das war nicht ich. Oh doch, das warst du. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann mal. Echos der Vergangenheit. Junge. Dinge, die wir wahrhaben wollten. Dinge, die plötzlich wahr sind. Ich wünschte, du wärst tot. Bis es passiert, Junge. Bis es passiert. Nice. Nicht unbedingt das, was ich wollte. Aber es war schon nah dran. Das fand ich übrigens eins der geilsten Sachen in den God of War 1 bis 3 Games. Was war ich? Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Kann nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Ja. Das warst du nicht? Was? Natürlich warst du das kleine Kackstück. Plötzlich hat eine finstere Macht von mir Besitz ergriffen.
Verpiss dich. Kopf, was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim, auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision Qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Okay. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir, es war nur ein Trugbild. Das war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Ich weiß, ich habe uns das eingebrockt. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenk mich nicht weiter ab. Dass er es nicht lernt, wenn Kratos sagt, halt die Fresse, dann hältst du die Fresse, Alter. Weißt du, wie ich meine? Ich will ja nicht hetzen, aber schneller. Ich muss nachdenken. Okay, ist wieder so ein Teil, wo ich eigentlich zwei brauche. Also, ich spüre meine Finger nicht mehr. Müssen beide Windfallen gefüllt werden? Ja, müssen so. Okay, Freunde. Fakten auf den Tisch. Wir sind in der Hölle gelandet. Kratos kennt sich gut aus mit Höllen. Nur nicht mit dieser. Bedeutet aber nicht, dass wir hier nicht wieder rauskommen. Okay. Okay, was übersehe ich? Ist hier irgendwo noch? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Vielleicht,
Ich bin dezent überfragt, Freunde. Vor allen Dingen halt auch, warum wir da nicht runterkommen. Ha. Aber hier ist so viel Stuff, Alter. Können wir nicht einfach hier runterspringen? Die Frage ist halt, okay, wir brauchen von der Windfalle, wir brauchen mindestens zwei Teile, ne? Ansonsten kriegen wir das ja nicht an. So viel wissen wir ja zu 100%. So, das heißt, wir brauchen also mindestens noch eine zweite Windfalle. Die wir von... keine Ahnung holen. Oben können wir nicht, nach unten können wir nicht. Können wir nicht nach unten? Nee. Wir sind hier so ein bisschen am Arsch, Freunde. Oh shit. Habe ich nicht gesehen. Oh nein. Okay. Oh, nice. Da freue ich mich, Alter, sobald wir auf Brock oder Sindri treffen. Die auf jeden Fall auch wieder hier rumhängen wahrscheinlich. Denk nach. Denk nach.
Warum konnte ich hier das weghauen? Freunde, ich bin manchmal mehr verwirrt als alles andere. Ich weiß, das merkt man bei mir gar nicht. Die Folge ist übrigens rum, aber ich scheiß gerade so ein bisschen darauf. Fakt ist, das ist wie früher mit einem Lehrer in der Schule. Ja? Die Folge ist vorbei, wenn ich sage, die Folge ist vorbei. Na. Hallo? So, jetzt weiß ich auch, warum wir das da weghauen konnten. Damit wir hier rum können. Tada! Mein neuester Trick. Pflaster! Warte, ich glaube, ich sehe Baldur davon. Okay. Nein, ich hätte das. Er darf uns nicht sehen. Hör zu! Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hexe. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, Trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Befreie mich davon. Ich kann nicht. Bitte, 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 befreie mich. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir, irgendwann dankst du mir. Du wirst mir komm schon. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß nicht. Komm schon. Tu es! Tu es! Tu es! Komm schon! Was du mir angetan hast.
was du mir angetan hast! Ich bin ein Feigling. Ich bin ein nutzloser Feigling. Okay. Damn, Alter. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge von Nutzloser Feigling. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Wie gesagt, wir sind immer noch in dieser Ausprobierphase. Deswegen auch heute, wenn euch irgendwas grafisch ganz krass anders auffällt als in den Folgen davor, vergleicht ihr auch gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Jeder Kommentar, wo ihr mir ein paar Hinweise gebt, hilft mir sehr viel weiter. Deswegen, ja, euch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Konnichiwa. Und so, keine Ahnung.